pass auf, er geht nicht ran an die Töchter. Wer will denn mit dir ins Bett gehen? Vor allem sowas Junges. Hast du schon mal versucht? Thema jetzt. Lustkreis. Deine Freundin ist zu jung für dich. Die da zwischenlagen, haben sich bei mir noch nie beschwert, glaube ich. Was für eine Leiche, Alter. Was ist denn los? Und wenn du von Scheiden in der Hosen hast, dann halt die Schnauze, ne? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie heute dabei sind. Dankeschön, Dankeschön. Also mein Thema heute, Lustkreis, deine Freundin ist zu jung für dich. Und bevor ich Ihnen Werner vorstelle, der ein wahrhafter Lustkreis ist, möchte ich Ihnen Anja vorstellen. Denn wie alt ihr Freund ist und wie sie selber so tickt, das gucken Sie sich am besten schon mal an. Mein Freund ist doppelt so alt wie ich, ist eine Granate im Bett und junge Hüpfer kommen bei mir nicht mehr ins Bett. Na, das klingt spannend. Doch jetzt zu meinem ersten Gast. Er heißt Werner und ich heiße ihn herzlich willkommen. Hallo Werner! Hallo lieber Werner, schön, dass du da bist. Lustkreis aber heiß. Jeden Tag heiß und heißer. Abwarten. Jetzt lass ihn doch erstmal zu Wort kommen. Er ist ja noch nie da reingekommen. Britt, das geht überhaupt nicht. Aber er. Warum? Sag mal, wie alt bist du? Wieso? Wie alt bist du? Wieso geht das nicht? Nee, weil das nicht geht. Guck dich doch mal an. Hast doch noch nie versucht mit mir, oder? Hast du schon mal dein Gehirn durchsuchen lassen? Ja, ich meine, ob du noch richtig bist? Sag mal, du gehst hier ab wie Schmitz Kaffee hier. Also was? Ey, sag mal, 18 bis 20, so als sind meine zwei Töchter, würdest du meine beiden Töchter anbacken? Ich würde dich eigentlich nicht kastrieren. Die würde ich sowieso nicht nehmen. Die Wanda, oder? Ja. Wanda, komm, setz dich noch. Oh, ich pass auf. Ich kann mich auch so. Wanda, pass auf, er geht nicht ran an die Töchter. Nee, bist du eine Tochter? Nee, meine Töchter sind nicht hier. Dann Gott sei Dank. Ja, will ich nicht mal mit Handschuhen anfassen. Also, was? Ey, wer will denn mit dir ins Bett gehen? Vor allem sowas Junges. Hast du schon mal versucht? Hast du schon mal versucht? So, wenn er jetzt mal Bruder. Jetzt würde ich sowieso. Wanda, mit Wanda. Hier hängen und schlappern alle. Wanda, jetzt bei YouTube. Hier will ich sogar noch umsonst machen. Ja? Weißt du was? Du musst die Jagd annehmen und da überhaupt nicht hoch. Okay, Wanda, jetzt lass doch aber den armen Werner überhaupt mal. Der hat noch nicht ein Wort gesagt. Und du meckerst seit 10 Minuten. Jetzt lass ihn noch mal. Also, Werner. Ihr Mann, der muss wahrscheinlich Viagra haben. Mein Mann! Ja, den kannst du dich gar nicht vergleichen. Nein, nee, möchte ich auch nicht. Um Gottes Willen. Nee, da würdest du nämlich alt aussehen. Onkel. Das sag ich dir ganz ehrlich. Okay. Da würde ich dich platt machen. So, jetzt ist aber mal gut, Wanda. Also. Jetzt gehe ich. Nein, aber nein. Jetzt die Tabelle weißt du nicht, hör mal. Werner, also es ist ja ein turbulenter Start für eine Sendung. Ja. Aber mir soll es recht sein. Ja, Lustkreis, aber heiß, ist natürlich auch provokant, muss man ganz ehrlich sagen. Du bist, lass mich schauen, 64 Jahre alt. Ja. Und dein Beuteschema sind 18- bis 20-Jährige. Ja. Da muss ich ehrlich gestehen, verstehe ich Wanda, weil ich glaube, jede Mutter, die Töchter in dem Alter hat, kriegt jetzt ein bisschen so einen leichten. Also man will für seine 18-jährige Tochter keinen 64-jährigen Liebhaber haben. Ja, ich würde sagen, ein Mädchen, was in hier der Birne hat, macht das. Es geht so. Okay, Wanda, nicht wieder aufregen. Ich kläre das schon für dich. Don't worry. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Nein, das wollen wir nicht. Werner, was sind denn deine Leistungen? Wieso denkst du denn, dass du dir mit 64 Jahren erlauben kannst, oder was du für Vorteile hast, auf die eine 18- bis 20-Jährige anspringen sollte? Ja, was kannst du? Weil ich einfühlsam bin, ich bin zärtlich, habe Zeit, habe Geduld. Bist du Rentner? Ja. Das klingt wunderbar,
Aber bist du denn im Bett auch so eine Granate, dass du glaubst, dass du einer 20-Jährigen da so richtig mal zeigen kannst, wo der Hammer hängt? Schützt doch, ja. Ja, mit ja? Viagra. Ja. Ja. Vor allen Dingen, ja, die meckert nicht und schimpft nicht und fragt nicht, warum und weshalb, sondern hört zu und macht, was man sagt. Aber du sagtest ja gerade, also Wanda, ich verstehe, dass du Wanda nicht unbedingt ins Bett kriegen willst, weil sie so giftig auf dich ist. Aber wenn sie jetzt liebevoll und nett gewesen wäre und ein bisschen charmant, Wanda, ein bisschen charmant, würdest du dann mit jemandem wie Wanda ins Bett Nein. gehen wollen? Ist nicht mein Typ. Okay, aber ich meine es mehr aufs Alter die bezogen. Nicht, Nein. Nicht Nein. Weil ich dich fertig mache, oder? Nein, ist nicht mein Typ. Nee. Nicht schlank genug. Du musst ja auch erstmal 10 Stück Viagra schlucken, um dass du überhaupt Wasser hochkriegst. Also Warst nicht schon schlank mal dabei? Genug. Kennst du mich überhaupt? Werner, nee, aber guck mich doch du mal sagst, an. Wanda ist nicht schlank genug. Also ja. geht es jetzt um die Figur oder ums Alter bei ihr? Figur. Okay, wäre sie vom Alter. Wär sie vom Alter okay? Nein. Sondern? Jung. Also, wo ist deine Grenze? 30. Also 30 ist eigentlich altes Eisen, ne? 30, 35 auch noch, aber da muss gut sein. Dann kannst du mich ja noch nehmen. Ja, sicherlich. Hallo, ich bin Marina. Ja. Du bist 35 Jahre alt? Ja, 35. Okay. Und ich hätte ganz gerne mal eine Frage an dich, oder ich möchte dir gerne was sagen. Ich verstehe das. Also ich finde das total toll, wenn du eine 18-Jährige haben möchtest fürs Bett, aber ganz ehrlich, wenn du was fürs Herz und ja, wenn du was fürs Herz haben möchtest, meinst du denn nicht, dass das für dich die falsche Altersklasse ist? Das sind ja zwei Sachen. Das sind Sex zwei und Sachen. Herz sind ja Richtig. Zwei Sachen. Was willst du denn fürs Herz? Hier eine Partnerschaft, ja, Dauerpartnerschaft und Sex ist was anderes. Für naja, mich. Weiß ich, nee, also ehrlich gesagt... Ich habe auch ja. schon mal gehört, dass es das zusammengehört, also ja? Also in meinen Augen gehört das eigentlich zusammen. Nein. Ich habe auch ein Mann und ich esse jeden Tag einen Steak. Wir Eine haben, sieben, wir haben siebenmal die Woche Sex, sag ich jetzt einfach mal. Und du hast dir den Rücken schon verhoben dabei, oder was? Das gibt's ja, also ich krieg Druck, wenn ich das höre. Oh, jetzt also mein Mann wieder und kommt und sagt, siehst du? Wir haben siebenmal die Woche Sex und was da drüber ja, ist, das ist Sport. So. Also das Kühe und Pflicht, ja. Sag mal, wie aktiv habt ihr denn alle so viel Zeit? Ich werde das verstehen. Siebenmal in der Woche, das ist also richtig. Siebenmal die Woche muss es sein. Hatte ich auch damals. Werner? Mit Werner, meiner Partnerin. Darf ich mal was fragen? Hast du denn junge Mädchen als Partnerinnen? Ja, die suche ich mir ja. Aber woher kriegst du die? Aus der Zeitung. Das heißt, du, die inserieren? Ja. Und was sind das für Mädchen, die da inserieren? Edelmädchen. Was heißt edel? Ja, da bezahle ich für, ne? Edelnoten? Ja. Wir nennen das Nutten im meistens, Fachkreis. Meistens, ja. Oh, aber ich meine, also eine Prostituierte, das ist ja nun keine Leistung, zu einer Prostituierten zu gehen, da Geld hinzulegen. Dafür kriegt ja jeder Sex. Die Leistung besteht doch darin, in der freien Wildbahn jemanden ranzukriegen. Ja, das ist schwerer. Das ja. ist schwerer, da dran zu kommen. Also mit 18 und 19 schwerer, dran zu kommen. Aber dann kannst du, dass du natürlich über die Prostituierte, die ihre Liebesdienste wirklich für Cash anbietet, natürlich ist die, stellt die keine Fragen und hat kein besonders, wie soll ich sagen, ist die leicht zu handeln. Das ist ja auch ihr Job. Ja, aber eine ja. Partnerin im Leben oder auch einfach eine Geliebte für eine Nacht hat natürlich einen anderen Anspruch. Oder? Ja, aber das ist schwer dann. Ne? So ja. in der privaten Sache da dran zu kommen. Ich hatte mal eine, die war... 26, ne? Und war die zu alt, ja? Nein, aber es war eine Russin und... Nein, das war eine Russin und ja, sie wollte mich heiraten. Ja, ich sag, ist okay, dann heiraten wir ihn. Aber ja, du musst dann auch was ja dazu tun. Aber das wollte sie nicht, ne? Sie Ach. Wollte nichts hier dazu tun, sondern ich sollte alles ja bezahlen. Habe ich gesagt, so nicht. Okay, würdest du sagen, dass du ein sehr guter Liebhaber bist? Ja. Warum? Sehr zärtlich. Sehr... Einfühlsam, sag ich ja. Sagen das die Frauen, die du bezahlst, oder sagen das auch die Frauen, die du nicht bezahlst? Alles, beides. Würde mich nämlich interessieren, denn wer ist ein guter Liebhaber ist, liegt immer in einem selber. Man kann nicht sagen, ich bin der gute Liebhaber, das geht einfach nicht. Ich glaube auch, jeder es gibt, bei dem einen kann man, es ja. ist fantastisch, bei dem genau. nächsten passt es nicht. Genau, ne? das, ja, das liegt schon. Ja auch in der, auch vielleicht auch in der Tagesform oder aber auch am ganzen Umfeld und ja. das geht einfach nicht. Man ja. kann ganz viel erzählen, wenn der ja. Tag lang ist. Und ich nehme auch an, dass ihr zu Hause alle Spiegel fangen hat. Okay. Glaube ich übrigens aber auch. Und ich glaube, es gibt auch so Lebensabschnitte. Da ist noch Nein, mal den Spiegel verhangen. Denn wenn ein 18-jähriges Mädchen, jetzt muss ich mal die Jungen von heute, die jungen Männer von heute angucken, da gibt Sahneballen drin, da kann man nur von träumen. Ja. Und die jungen Mädels suchen sich bestimmt nicht so einen Partner. Die ja. möchten was fürs Auge. Das sehe ich anders. Aber unattraktiv ist der Werner nicht. Also, ich möchte
darf ich trotzdem eine Lanze brechen, Werner. Ich finde, du bist für deine 64 ein sehr attraktiver Mann. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es natürlich... Attraktive 64-jährige Frauen. Ja. Männer noch und ja, Frauen. Ja. Aber natürlich ist die Konkurrenz zu jemandem, also der mit 18 oder 28 unterwegs ist, vielleicht dann nicht ganz zu halten, ne? Oder zumindest sehr hart. Ich will meinen nächsten Gast dazu holen, denn das ist die Sabrina. Und ich glaube, Sabrina wird schon so ein bisschen Probleme mit deiner Haltung haben, denn für sie ist ganz klar, alt zu alt, jung zu jung. Herzlich willkommen, Sabrina. Ich finde deine Haltung scheiße, Alter. Das ist deine Meinung. Ja, ist auch meine Meinung, Alter. Guck mal, wie alt du bist, Alter. Dann und du suchst irgendwelche jungen Mädchen, Alter. Versuchst du irgendwie. Also 64 ja, musst du nicht im Alter nennen, weil er 64 ist. Schau mal an, Alter. Was bist du denn, Alter? Du siehst doch aus wie ein Junge siehst du aus. Ja, geil, ne? Stehst du drauf, ne? Mit Handschuhen Sabrina? Nicht, ja, geil, ne? Ja. Mit Handschuhen nicht Sabrina. Umsonst nicht gemacht. Ja, guck dich doch mal an, Alter. Ach. Sowas nicht, mit Sicherheit. Sabrina, sowas wie dich. Was genau, also wenn du mal so eine, ich habe schon gerade gesagt, eigentlich bist du schon jemand, der findet jung, alt zu alt, ne? Ja, genau. Was spricht für dich dagegen, wenn sich zwei verschiedene Altersklassen zusammentun? Ja, für mich ist einfach so, also ich meine, er kann ja ruhig in seiner Altersklasse sich bewegen, so ist auch in Ordnung so, aber ich finde das total irgendwie ekelhaft. Wenn er jetzt so irgendwie eine andere, so also eine Jüngere, und wenn die Jüngere sich das auch noch gefallen lässt, irgendwie sich anbaggern zu lassen. Ich finde einfach so, eine Jüngere müsste zu einer Jüngeren also halt stehen, so dass sie halt einen Freund hat, so wie ich habe einen 21-jährigen Freund. Wie alt so, bist du? Ich bin 19, ja. Also noch 19, ich werde bald 20 so und ja, weiß ich nicht. Also für mich ist das total penetrant so. Mhm. Aber ich meine, gut, das ist ja jetzt so deine persönliche Sicht, ne? Aber es gibt ja aber auch junge Mädchen, die vielleicht gerade interessant finden, wenn jemand etwas reißt. Was ist daran interessant, Mann? Das ist doch eine Leiche, Alter. Was ist denn los? Wieso findest du, dass er mit 64 Jahren eine Leiche ist? Ja, weil weiß ich nicht, Alter. So, er macht vielleicht noch ein paar Jahre so. Und was hat denn eine Jüngere da dran, Alter? Ich bin der Meinung, so eine jüngere Frau, so mein Alter jetzt, möchte so einen Freund haben, so, der für einen da ist, wo man eine lange Beziehung hat, sich was aufbaut. Und wenn jetzt eine jüngere Frau so in meinem Alter sich so einnehmen würde, und dann, was habe ich denn davon? Was habe ich davon? Da würde ich vielleicht 5 Jahre mit dem zusammen sein, dann müsste ich irgendwann ihn ins Altersheim bringen und ihn pflegen oder was? Sabrina, findest du das irgendwie, also für einige Leute ist sowas ja auch ein Stück weit, wie es immer so heißt, pervers, wenn so ein älterer Mann, so eine junge Frau, wie ist es denn, wenn eine ältere Frau einen jungen Mann nimmt? Ja, ist genauso pervers. Mhm. Warum? Weil für mich ist es, also ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, so wenn jetzt eine jüngere Frau auf einem älteren Mann steht oder so, das ist doch... Ich halte davon überhaupt nichts. Okay. Was ist denn so, also wenn man das über Hollywood so ist, also so Demi Moore hat Ashton Kutcher. Wie viele Jahre sind die auseinander? 20, 30, 15, 15. Ist das jetzt ein Problem? Wie bitte? Kennst du die beiden so? Hast du schon mal Demi Moore oder so, so Hollywood-Stars? Hat ja so einen ganz jungen Freund, Mann. Kennst du die? Nee. Ach, dann ist egal. Aber komisch, ich habe immer das Gefühl, bei so Hollywood-Leuten ist das immer in Ordnung und legitim, aber irgendwie bei Otto Normalo nicht. Okay, Frage. Das doch immer im Sinne des Betrachters. Und wo die Liebe hinfällt, ist das doch so egal. Wer schreibt denn vor, was normal ist? Es schreibt keiner vor, was normal ist. Haben Sie schon mal einen jüngeren Partner gehabt? Immer jüngere. Immer jüngere Partner. Jetzt hör dir das mal an. Wie viel jünger denn? Bis 20 Jahre jünger. Ehrlich? Ja, klar. Alt bin ich alleine. Aber das geht doch auch nicht. Warum geht das nicht? Dann musst du denken, du gehst mit deinen eigenen Söhnen. Nein, 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 meine Söhne sind 30 und 40. Ja, aber außerdem. Aber jetzt gab es auch schon, wenn ihr das interessiert mich, gab es denn auch schon mal einen Partner bei Ihnen, der jünger war als Ihre eigenen Söhne? Nein. Nein, das noch nicht. Da ist schon eine Tabugrenze. Also da hätte mein Kopf schon ein leichtes Problem. Aber außerdem, man ist doch so jung, wie man sich fühlt oder anfühlt, sage ich sogar immer. Und ich fühle mich verdammt gut an. Okay. So einfach ist das. Und das macht auf jeden Fall Spaß offensichtlich. Ich brauche einen jungen Mann. 4 Jahre jünger als ich.
Vier Jahre jünger. Aber vier Jahre ist auch nicht relevant. Also ja, vier Jahre ist ja kein Altersunterschied in der Weise, ja, oder? Vier Jahre. Die Dame eben hat gesagt, dann wäre der ja alt und sowas. Aber macht das nicht Liebe aus, meinen Partner im Krankenhaus, im Altersheim besuchen? Ist das nicht Liebe? Ja. Wenn ich immer nur schöne Menschen liebe oder Gleichaltrige, auch die werden alt. Dann soll man sich in seiner Altersklasse suchen, da kann man sich auch pflegen, ey. Ja, ist doch ein Puls, das Pflegen ein Problem. Das ist Liebe. Wenn man jemanden pflegt, das ist Liebe. Liebe, Alter. Wo ist denn das Liebe, Alter? Und man selber wird auch mal alt. Oder du musst jung sterben. Okay, ich will ganz kurz noch mal meinen nächsten Gast dazu holen und dann komme ich zu dir. Du meldest dich nämlich schon eine ganze Zeit. Also, sie heißt Janine und ist 29. Ihr Lebensgefährte ist 52. Und ich glaube, sie ist sehr happy, so wie es ist. Herzlich willkommen, Janine. Na, also ich finde pervers, wenn sie sagt pervers, jetzt kann ich erst schon mal eine verstehen, die dagegen ist, weil so wie du, also dass du nur eine kriegst, die sich für Geld nehmen, das ist mir klar, also normal. Aber du bist ja prinzipiell, aber nicht das, dagegen, ältere Männer zu haben. Nicht, dein eigener Partner ist ja doch deutlich älter. Er ist auch 52, ja. Genau, und warum findest du es jetzt bei ihm schlimm? Ja, weil wie er sich gibt, der meint ja, der Sexgott. Mhm. Aber das ist er nicht. Mhm. Also mein ist ja, also bei ihm sieht man es eigentlich gar nicht an und man sieht es uns beiden auch nicht an. Das du bist so 29, er 52, ne? Ja. Was für ein Typ ist er denn? Ja, sportlicher Typ. Also wirkt so wie Mitte 30, so schätze ich. Und hat dich das nie gestört, dass er so viel älter ist als du? Gar nicht. Aha. Aber es gibt doch eigentlich Interessenkonflikte bei so großem Altersunterschied. Das ist ja das bei uns, das haben wir gar nicht. Also manche sagen ja, manche 52er sind ja so, dass sie gern spazieren gehen, dass sie all die lahmen Sachen machen. Aber wir sind eigentlich die Partygänger. Okay, also das heißt, er wirkt nicht alt gegen dich, ja? Das findest Nein, du nicht? Gar nicht. Bist du denn, es gibt ja auch Frauen oder auch Menschen, die selbst wenn sie jung sind, dafür schon so ein bisschen alt wirken. Würdest du sagen, du bist eher so ein Typ, der älter ist oder eher jemand, der jung geblieben ist? Ich denke mal, dass ich älter wirke. Du bist eher älter und du, ja? Schon seit ich 20 bin, immer ein bisschen. Komisch, ne? Frauen gleichen sich an, höre ich da gerade. Ist das so? Also das heißt, die Frauen, aber das ist doch dann nicht erstrebenswert, dass man als Frau Bekanntenkreis jemand, da war eher 20 oder 25 Jahre älter. Die Frau sah mit 40 wirklich alt aus. Aber das kann doch keiner wollen. Nein, aber wir lieben ja schon mal so ganz mit so ganz viel im Herzen und dann passen wir uns eben ja, an. Wir Frauen, ne? Wir sind doof manchmal. Ja, nein, das ist, aber nee, eigentlich ist es eine Gabe, sowas zu können. Du würdest sagen, er ist deine große Liebe, ja? Das ist er, ja. Und deswegen, wegen dem, weil sie sagt, pervers. Ich finde es nicht pervers, wenn man sich liebt. Sex gehört zur Beziehung dazu, aber es dreht sich immer alles nur um Sex. Wenn jemand sagt, ein älterer Mann, dann denken die alle, der ist schwabbelig, der ist eklig, der ist fett oder der hängt alles runter. Das ist aber ihm nicht der Fall. Und dann sagt ich meine, die will die jetzt auch nicht gerade nackt sehen, ganz ehrlich nicht. Dann sagt man ja aber, okay. Dann gibt es ja, es gibt ja immer so dieses komische Ding, dass... Aber weglaufen, du. Janine, dass Männer meistens, also ich glaube, wenn Männer jünger sind, ist es ja sehr häufig so, dass sie mehr wollen als die Frauen. Aber dafür ist es dann so, wenn die Männer älter werden, ja, und die Frauen auch, dann holen die auf und die Männer bauen ab. Ist es so bei ihm, dass er inzwischen eher so ein bisschen verhalten in sexuellen Dingen ist und eher weniger will? Nee, gar nicht. Nee? Das ist ganz, ganz, bei einem ganz normalen Paar. Alles normal, ja? Ganz normal. Darf ich mal eine Frage stellen? Natürlich. Auch nicht alter zu mir sagen. Nein, ich kann das nicht ab. Nein, tu mich schon vernünftig ausdrücken. Ist es so für dich so, dass du schon immer so auf ältere Männer stehst oder hast du das irgendwann entdeckt oder so? Weil, also ich finde persönlich so jung zu jung halt, ne? Oder alt zu alt. Es ist eigentlich so, komm, ich habe ihn gesehen und es hat sich dann so ergeben, dass ich mich verliebt habe. Ich habe nicht danach gesucht. Ja. Okay, also das ist der Mensch, der im Vordergrund stand. Und den wollen wir kennenlernen, nicht wahr? Also hier ist er, hier ist Heinz. Hallo, ihr beiden. Hallo. Also zu dir will ich mal was sagen. Lebt der alte Holzmichel noch? Das ist doch der Schreckschuss der Nation. Ja. Wo haben sie dich ausgraben, du? Das ist ein Unterschied. Ich nehme dir. Ich brauche aber keine Minutenzahlen, verstehst du? Ich nicht. Noch nicht, ne? Und zieh dich mal aus, so du hängst, deine Haut hängt... Ja, dafür, also von daher. Möchtest du mal deine Haut hängt drunter wie... Möchtest du mal sehen? Ja, komm, auf. Oh, ja? Okay, dann wollen wir mal einen Protest sehen. Ja, lass mich nicht mal. Ja, Heinz, also dann zeig uns mal, was wir sehen. Ja, ich kann mich auch...
So, jetzt musst du den Bauch aber einziehen, weil jetzt wird's natürlich. Ja. Guck dich an, du kommst her wie ein Mehlsack. Ja, stimmt. Also ich sag mal, 52 bist du, ne? Ich wäre im Juli 53. Kann man nicht meckern, oder? Nee, hey, das denke ich auch. Und ich muss sagen, komm, ich finde auch, ihr passt vom Typ unheimlich gut zusammen. Also das muss deswegen ich echt sagen. Haben wir auch zusammengefunden. Ja? Ja, was ich mich natürlich frage, Janine, hättest du dich in Heinz auch verliebt, wenn er blutjung gewesen wäre? Wenn er jung gewesen wäre? Ja. Ich denke ja. Die Interessen so da gewesen wären, es waren ja die Interessen. Wir haben uns ja beim Singen kennengelernt, auf der Bühne, immer miteinander gesungen. Ihr macht das Gleiche, ne? Ja. Ihr seid beide Musiker, beziehungsweise machst du Karaoke? Ich meine, wenn er jetzt... Wir machen Karaoke-Show, ja, oder Partys. Die Leute, die uns buchen und so, und da treten wir auf. Sie dreht als Andrea Bergdubel auf, ich Henry Valentino. Und dann machen wir unsere Musik, machen Gaudi. Und dann sind wir immer unterwegs. Und mit uns sind die Leute zufrieden und keiner hat uns das blöd angeredet. Bist du älter, ich die jünger oder was? Nee. Also ich, in eurem Fall, finde ich, verspielt es sich auch ziemlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da würde man jetzt auch nicht sofort denken, oh Mann, da liegt ein riesen Altersunterschied vor. Nee, das sind ja bloß aber darf ich dich was fragen, Heinz? Ist es für dich denn reizvoll gewesen, dass Janine so jung ist? Was heißt reizvoll? Es ging nicht wegen der Jugend, ich habe sie halt, also ich habe mich verliebt in sie. Okay. Einfach verliebt. Süß. Und es hat mich gar nicht interessiert, ob sie jetzt, wenn sie jetzt 5 Jahre oder 10 Jahre älter wäre oder 15, wäre mir das auch wurscht. Hättest du dich auch verliebt dann? Ja, wir haben ja zusammen eine Tochter noch mit 21 Monaten. Top-Tochterle. Okay. Ja. Na gut. Und wir sind glücklich. Wir sind glücklich und zufrieden. Wir sind 5 Jahre zusammen ohne Probleme. Das finde ich schön. Also das eure Aussage ist ja eigentlich... Das, so 18 sie, oder so oder 20, 18, so wie er das denkt. Hallo. Na, ich meine, so wie er denkt, das kehrt, was der im Kopf drin hat, und wenn der vor Dummheit lang wäre, der, ja, dann könnte er im Knien am Mond am Arsch lecken. Alles klar. Ja. Okay. Also das ist natürlich eine wunderbare Aussage, wenn man sagt, es geht eigentlich in einer Beziehung nicht ums Alter, es geht darum, dass man sich in die Persönlichkeit verliebt hat, egal wie alt derjenige ist. Trotzdem, lass uns über Altersunterschiede weitersprechen, denn mein nächster Gast Monika sagt selber, und da haben wir, ich glaube, da können wir, da können wir da nochmal anknüpfen, denn auch sie sagt, ich bin einfach jung geblieben mit 61 und deshalb stehe ich selber auch auf jüngere Männer, ich will nichts Altes im Bett. Herzlich